Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video einführend mit automatisierten Testen in Visual Studio beschäftigen. Und als einführendes Beispiel möchte ich vielleicht einfach mal auf eine Situation hinweisen, die Ihnen vielleicht auch schon untergekommen ist. Vielleicht haben Sie schon mal eine Applikation entwickelt, die etwas größer war und Sie haben eben gerade ein neues Feature hinzugefügt zu Ihrer Applikation. Und was machen Sie, wenn Sie fertig sind oder meinen, fertig zu sein mit diesem Feature? Sie starten Ihre Applikation im Debug-Modus und gehen zur entsprechenden Stelle, zum entsprechenden Zustand in Ihrem Client beispielsweise und überprüfen dann eben, ob die Funktionalität, die Sie da gerade geschrieben haben, tatsächlich funktioniert. Und dann fällt Ihnen aber plötzlich im Test auf, ah verdammt, irgendwie funktioniert es doch noch nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Sie stoppen den Debug-Modus, gehen wieder zurück zu Ihrem Code, ändern was, starten die Applikation erneut und gehen erneut wiederum alle diese Schritte, die Sie zum entsprechenden Zustand brauchen, um eben genau das zu überprüfen, was Sie da haben möchten. Beispiel, wir haben eine Kontaktverwaltung entwickelt und Sie haben eben erst die Funktionalität erschaffen, dass man eben einen Kontakt hinzufügen kann und danach das Feature, dass man den Kontakt löschen kann. Und Sie möchten jetzt eben überprüfen, ob Löschen funktioniert. Das machen Sie eben, indem Sie erst einen Kontakt erstellen müssen und überprüfen dann, ob das Löschen funktioniert hat und dann geben Sie alle Kontakte aus. Also Sie testen letztendlich direkt gegen die Oberfläche, die Ihre Kontaktverwaltung bereitstellt als Nutzer. Und wenn Sie dann eben feststellen, oh, beim Löschen habe ich einen Fehler gemacht, dann ändern Sie eben den Code, starten die Applikation nochmal, müssen nochmal einen Kontakt erstellen, müssen nochmal löschen und müssen sich nochmal dann alle Kontakte ausgeben lassen und so weiter. Das ist jetzt vielleicht ein kleines Beispiel, was nicht so überzeugt, aber ich zeige jetzt hier das einfach mal anhand eines Bugs. Ich habe hier eben in diesem Vier-Gewinn-Spiel die Nachricht bekommen, dass ich hier wenn ich hier vier in dieser Reihe habe, dass dann ein Problem auftritt, dass es nicht funktioniert. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wenn ich wirklich aus Nutzerperspektive an dieses Problem rangehe, muss ich erstmal hier die Situation herstellen, dass ich hier irgendwie hier versuche, vier in eine Reihe zu kriegen. Und das kann man ja zum Beispiel so machen. Und eigentlich sollte jetzt eben Spieler A gewonnen haben, ist aber nicht der Fall. Also irgendwie ist noch ein Bug in dieser Applikation und wir sehen jetzt nicht sofort, warum hier das Problem aufgetreten ist. Dann kann man sich natürlich, ich mache jetzt nochmal hier alles zu, dann kann man sich natürlich hier jetzt überlegen, okay, was passiert denn hier genau, wenn ich diese Sachen mache? Und wir könnten dann sozusagen hier mal Breakpoints in die einzelnen Sachen reinsetzen. Wir haben hier zum Beispiel das Spalten-Command, das ist ja das, was ausgelöst wird. Und wir sehen hier eben, wir könnten mal in diese Execute-Methode hier einen Breakpoint reinsetzen, den wir dann aber allerdings deaktivieren. Und das heißt, ich starte die Applikation jetzt nochmal und versuche diesen Zustand wiederherzustellen. Und mache eigentlich hier im Wesentlichen immer das Gleiche. Mehr oder weniger in der gleichen Reihenfolge. Und jetzt wäre ich eben wieder dabei, dass ich jetzt hier tatsächlich diesen Breakpoint mal setzen kann. Dass ich hier weiß, wo es lang geht. Und jetzt setze ich hier mal diesen Punkt und lande hier letztendlich wirklich im Code. Und kann hier eben jetzt mal in Spielezug reingehen. Ich hole mir den aktuellen Spieler. Der ist hier offensichtlich noch richtig. Und wir sehen hier schon, ich muss überall nachgucken. Spieler A, okay, das sollte passen. Dann setze ich hier mal diesen Spielstein. Und
Hier sitze ich jetzt eben, nehme ich diese Spalte und setze hier den Spielstein. Wir kommen dann hier eben zur Spalte. Ich drehe hier eben all diese Sachen um. Und hier setze ich jetzt den Spielstein tatsächlich rein und komme hier eben tatsächlich auf dieses Wert. Und hier wird dann ein Event ausgelöst. Dann gucken wir mal, wo wir hier landen. Noch nichts Besonderes. Dann entferne ich hier den Spielstein. Und jetzt versuche ich die Gewinner-ID zu überprüfen. Also gerade jetzt sollte eigentlich hier irgendwo mal dieses Überprüfe, ob 4 in einer Linie steht, ob das passt. Es wird ja halt durch die verschiedenen Spielbrettlinien, die wir gesagt haben, also Diagonalen, Spalten und Reihen, versucht hier über diesen Algorithmus durchzuiterieren. Und wir sehen hier schon, das ist ziemlich nervig, wenn ich jetzt hier die ganzen Sachen durchschauen muss. Und wir gehen ja wirklich durch alle Spielbrettlinien durch. Das sind 28 Stück. Also wir haben hier eben 6 Reihen, 7 Spalten und einige Diagonalen. Und offensichtlich funktioniert ja irgendwas in einer Diagonale nicht. Also das heißt, ich müsste jetzt eben alle diese Diagonalen, die wir hier festgehalten haben, eigentlich debuggen, damit ich an das Problem rankomme. Und das Problem ist wirklich, dass das sehr lange dauern kann. Und genau zu diesem Punkt kann jetzt eben automatisiertes Testen helfen, indem ich jetzt eben nicht manuell immer meinen Client ansteuere und dann versuche, die entsprechenden Probleme hier zu finden, sondern ich habe eine Suite an automatisierten Tests, die sozusagen sicherstellen, dass das, was meine Klassen machen sollen, genau auch so von diesen umgesetzt werden. Und was bedeutet jetzt automatisiertes Testen genau? Im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass ich eben mehrere Methoden habe, die eben Testmethoden darstellen. Und diese Tests werden, oder diese Funktionen werden einfach nacheinander von einem sogenannten Testrunner aufgerufen, vollautomatisch. Das Einzige, was ich machen muss, ist, diesen Testrunner eben anzustoßen. Und das macht man eben, indem man einfach einen Button klickt in Visual Studio. Das heißt, es ist sehr einfach für mich, alle Tests anzustoßen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, ich brauche keine Interaktion mit einem Nutzer. Also das, was ich gerade auf der wirklichen Oberfläche gezeigt habe, dass ich sozusagen bestimmte Buttons drücken muss, um einen bestimmten Zustand herzustellen und dann zu überprüfen, was geht denn da jetzt eigentlich genau schief. Das ist bei automatisierten Tests nicht der Fall. Der Nutzer kann ganz einfach eben seine Tests einfach durchführen lassen. Die stellen jeweils die konkreten Situationen eben über Kombinationen von Objekten her. Und wir haben so die Möglichkeit, dass wir uns eben Spezialfälle in Tests erstellen und dann nachschauen können, ob das Ganze passt. Und das Tolle ist natürlich, da durch diese Automatisierung können wir diese Tests einfach wiederholt ausführen, um die Korrektheit der verschiedenen Tests eben anzuschauen. Also beziehungsweise eigentlich die Klassen, die diese Tests überprüfen. Und genau das nennt man eben Regression Testing. Wir haben eben diese Funktionen immer vorgehalten und wir können sie immer wieder ausführen und dadurch uns jeweils in sehr kurzer Zeit bestätigen lassen, ob unser Code, unser gesamtes Verfahren oder unser gesamtes System noch genauso funktioniert wie zu der Zeit, als der Test geschrieben wurde und dass ich eben mit meinen Änderungen keine Breaking Changes eingeführt habe. Na, also wer sich noch an alte Computerspiele, vor allen Dingen Roleplay Games, erinnert, sowas wie ein Neverwinter Nights,
Da war es ja üblich, dass wenn ein Patch rausgekommen ist, dann hat er vielleicht ein, zwei Bugs behoben. Und gerade bei diesem Spiel war es so schlimm, dass aber ungefähr 5 bis 10 neue eingeführt wurden. Und man hat sich letztendlich so richtig mit zuschauen können bei vielen Rollenspielen, die so um die Ende der 90er, Anfang der 2000er gekommen sind, dass es da extreme Probleme gab, Bugs zu beheben, ohne dass neue eingeführt wurden. Und genau diesen Aspekt sollen natürlich auch automatisierte Tests abdecken. Das heißt, wenn ich Änderungen mache an meinem Source Code, dann heißt es noch lange nicht, dass ich dadurch eben Bugs zu eigentlich schon mal funktionierender Funktionalität eingeführt habe. Es gibt zwei Kategorien von automatisierten Tests. Das eine sind Unit-Tests. Diese testen eben die Funktionalität, das Verhalten einer einzigen Klasse, und alle Abhängigkeiten, die eine solche Klasse hat, werden durch sogenannte Test-Doubles ersetzt. Und Test-Doubles sind spezielle Objekte, die nur für ein Testszenario vorgegeben sind oder für einen Testfall. Das Gegenteil dazu sind eben Integrationstests. Diese testen eben mehrere Objekte im Verbund, und dabei können es auf Test-Doubles eingesetzt werden. Grundsätzlich möchte man aber in diesen Integrationstests eben feststellen, ob die entsprechenden Objekte, die verschiedenen Klassen, die ich eben zu einem Problem geschrieben habe, ob die korrekt miteinander interagieren. Wichtig ist, Unit-Tests sollten niemals externe Systeme wie Datenbanken, Web-Services, irgendwas, was die Prozessgrenze verlässt, mit einbeziehen. Möglichst immer bloß eine Klasse und genau diese in Isolation testen. Man kann von diesem Punkt abweichen, aber das Wichtigste ist meines Erachtens wirklich, dass man in Unit-Tests niemals eine Datenbank, einen Webserver, das vielleicht das Dateisystem, das ist meines Erachtens noch einigermaßen schnell genug, wenn man eben bestimmte datengetriebene Tests macht, dann ist es meines Erachtens okay, dass man sich Daten aus einer Datei ausliest. Aber prinzipiell sollten Sie einfach darauf achten, dass diese Unit-Tests, die einfach bloß Ihre einzelnen Klassen überprüfen, dass diese Tests sehr schnell laufen können. Also Ziel ist immer so, dass der Durchschnittstest in einer Millisekunde oder unten drunter eigentlich noch eine Durchlaufdauer von dieser Zeit eben hat. Und der Punkt ist einfach, wenn man mittelgroße bis große Software aufbaut, dann häufen sich natürlich auch die Unit-Tests und beziehungsweise die automatisierten Tests im Allgemeinen, wenn man diesen Mechanismus der automatisierten Tests eben einsetzt. Und es wird dann eben schon so, dass man in den Bereich von mehreren hundert bis mehreren tausend oder auch 10.000 Tests kommt für solche großen Softwareprojekte, und auch die möchte man trotzdem in eigentlich wenigen Sekunden durchführen können. Und der Punkt dahinter ist dann eben, dass wir dafür eigentlich bloß einen Knopfdruck brauchen. Wir warten 3 Sekunden und haben trotzdem tausende von Tests durchgeführt. Deswegen bitte keine großen Sprünge über die Prozessgrenze bei Unit-Tests, weil die einfach langsamer werden. Wenn ich auf eine Datenbank zugreife, auf einen Webservice zugreife, dann verlasse ich die Prozessgrenze und wir sind locker bei mehreren Millisekunden für Protest eigentlich, um das zu machen. Und Sie dürfen aber auf jeden Fall natürlich Webservices, Datenbanken und andere externe Systeme natürlich in Ihren Integrationstests einbeziehen. Wichtig ist bloß, wir haben Unit-Tests, die sind schnell und stellen eben sicher, dass die Klassen an sich erstmal das tun, was sie sollen. Und Integrationstests sind dann eben dazu da, über verschiedene Klassen hinweg, über vielleicht verschiedene Layer hinweg zu überprüfen, ob unser Code so funktioniert, wie er soll. Und da kann dann durchaus auch mal ein Test mehrere Millisekunden oder vielleicht sogar mehrere Sekunden dauern, weil die Integrationstests werden im Üblichen nicht vom Developer direkt auf der Entwicklungsmaschine ausgeführt, sondern eben auf einem Server, wenn ein bestimmter Build erstellt wird. Ja, so viel zur Theorie von
Unit-Tests. Wir werden uns im nächsten Video dann konkret anschauen, wie kann ich denn automatisierte Tests in Visual Studio schreiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.